Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja schon vor einigen Wochen gesagt, dass ich jetzt angefangen habe, auf meinem iPad im Unterricht mitzuschreiben. Und da kamen einige Fragen, wie ich es denn überhaupt im Unterricht nutze, wie ich meine Notizen mache und das alles. Und daher werde ich heute mal ein ausführliches Video machen darüber, wie ich meine Notizen mache und vor allem auch, wie ich meine Organisation und GoodNotes habe. Denn wir haben ja schon vor einigen Wochen zusammen meine alten Schulsachen aussortiert und auch mein iPad so ein bisschen eingerichtet. Aber seitdem ich jetzt in die Schule gehe, sind ungefähr 3 bis 4 Wochen, glaube ich, hat sich das natürlich noch ein bisschen verändert. Und ich habe jetzt meine Organisation gefunden, endlich, und kann euch diese deswegen auch heute vorstellen. Falls euch diese Themen generell interessieren, kannst du meinen Kanal auch sehr gerne abonnieren, denn ihr kommt jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video online zum Thema Schule, Lernen und Organisation. Und jetzt fangen wir erstmal an mit dem heutigen Video. Viel Spaß! Also erstmal die Basic-Informationen, und zwar habe ich das iPad Pro, das ist aber noch eines der älteren. Das hat zum Beispiel auch noch einen Home-Button, also das ist auf jeden Fall einer noch der älteren iPad Pros. Und ich habe einfach so eine normale Hülle, das ist das in Rosé-Gold. Und ich habe auch den Apple-Stift, ich glaube, das ist auch der älteste, es gibt ja 2 und das ist halt der ältere, der mit diesem iPad geht. Ich habe versucht, mein iPad sehr minimalistisch zu halten und habe deswegen auch nur eine Seite, wo ich so einige Orten habe. Aber falls euch nochmal so ein richtiges Wohnzimmer-iPad-Video interessiert, könnt ihr mir sehr gerne mal schreiben. Denn heute werden wir eigentlich uns nur auf GoodNotes hier konzentrieren und ich werde euch dort meine Organisation mal zeigen. Wenn wir jetzt auf GoodNotes raufgehen, sehen wir erstmal die ganz normale Übersicht mit den ganzen Dokumenten. Und dort habe ich 4 Ordner und noch so einen Notizzettel. Und zwar ist der Notizzettel einfach mein Stundenplan. Könnt ihr ganz einfach sehen, ich habe da einfach ein normales Blatt erstellt mit meinem Stundenplan drauf, damit ich so immer Zugriff drauf habe. Und immer direkt sehen kann, was ich gerade habe, in welchem Raum ich gerade habe und sowas. Dann der nächste Ordner heißt Lara Emily. Und dort habe ich alle persönlichen Notizen drin, auf die ich irgendwie mehr zugreifen muss. Beispielsweise habe ich da einen Online-Kurs drin, den ich gerade bearbeite, der Productive Flow heißt. Und deswegen, ja, sieht man das da gerade schon. Daneben habe ich eine Reiseplanung, die ich mit meinem Cambridge-Kurs in der Schule mache. Dann habe ich noch einen Zettel mit allen Zeitformen, die ich in Koreanisch, Spanisch, Englisch und Deutsch aufgeschrieben habe, weil ich so eine Übersicht eigentlich ich mal brauchte. Dann habe ich rechts auch noch meine Note-Taking-Methode. Das heißt, ich habe einfach mal aufgeschrieben, wie ich meine Notizen machen möchte, was man hier vielleicht sehen kann. Oh, das ist da oben irgendwie kaputt gegangen, keine Ahnung warum. Und es war mal so eine Idee, wie ich meine Notizen machen möchte, wenn ich es jetzt nicht mehr so mache. Und ich habe da einfach vorne sozusagen dieses Deckblatt und dann habe ich hier die Zeitform aufgeschrieben und so mache ich das eigentlich immer. Ich habe das immer quer und nicht hochkant, weil ich finde, dass man so mehr Platz hat, was aufzuschreiben und ich das iPad viel lieber so hinlege vom Tisch als so. Deswegen habe ich das eigentlich immer quer. Außerdem habe ich auch immer schwarzes Papier und immer das karierte Papier. So habe ich das eigentlich wirklich in jedem Fach, in jeder Stunde geregelt, dass ich immer auf schwarzem Papier schreibe mit weißem Stift und kariert und quer das schreibe. Wenn wir jetzt mal im Lara Emily Ordner wieder rausgehen, kommen wir zu meinem nächsten Ordner, der Korean, also koreanisch heißt, oder noch ein Spanisch Ordner. Und den will ich euch jetzt nicht so ganz genau zeigen, weil es heute wirklich nur um die Schule geht. Aber da habe ich einfach einige Notizen drin, zu meinem Koreanisch lernen. Da habe ich halt ein Hausaufgabenheft und trage dort immer so die Sachen ein, die ich für die Hausaufgaben machen muss. Und bei Spanisch ist es eigentlich das Gleiche. Da habe ich einmal so Vokabeln aufgeschrieben, Konjunktion aufgeschrieben und ja, das ist eigentlich gar nicht so spannend. Und es kommt das Spannendste, und zwar ist das mein Schulordner, der School heißt und ja, da ganz unten ist. Wenn wir da draufklicken, habe ich sozusagen für jedes Fach nochmal einen Ordner. Ich habe es am Anfang, habt ihr auch schon gesehen bei meinem Video, habe ich für jedes Fach ein Heft erstellt, was ich aber irgendwie total unorganisiert fand, weil ich leider nicht so schnell auf ein bestimmtes Thema zugreifen kann. Sagen wir jetzt mal, ich möchte jetzt auf Mathe gehen und dort sofort meine Polynomdivision finden. Aber wenn ich jetzt in meinem Mathehefte direkt alles drin habe, ist es sehr unorganisiert und sehr schwierig, dann direkt die Polynomdivision zu finden. Und deswegen habe ich das so gemacht, dass wenn ich jetzt raufgehe auf meinen Matheordner, sehen wir sozusagen erstmal einen weiteren Ordner mit Q1, also sozusagen mit der Qualifikationsphase 1, in der ich momentan drin bin. Da gehe ich dann rauf und dann sehe ich auch schon mein Hefter, mein Ordner mit Polynom. Dann gehe ich darauf und dann sehe ich mein Blatt mit Polynomdivision. Das heißt sozusagen, ich habe in meinem Schulordner einen Ordner für jedes Fach und dort habe ich dann einen Ordner für jede Qualifikationsphase, also ich habe 4. Und da drin habe ich dann nochmal einen Ordner für die verschiedenen Themen, beispielsweise jetzt Polynomen. Und dann gehe ich darauf und dann habe ich da alle meine anderen Informationen drin. Jetzt haben wir das ja gerade schon bei Mathe gesehen, jetzt sehen wir es nochmal ganz kurz bei Biologie zum Beispiel. Dann gehe ich auf Biologie rauf, habe dann nochmal eins mit Q1. Dann habe ich einen Ordner mit Zellen. Und dann habe ich alle Dinge, die mit Zellen zu tun haben, dort drin. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ziemlich ästhetisch. Auch wenn ich mir irgendwie dachte, dass es vielleicht ein bisschen zu komplex wäre, weil ich wirklich alles so einzeln habe. Aber meine Organisation klappt ziemlich, ziemlich gut. Und ich finde immer direkt alles, was einfach das Wichtigste ist, organisiert zu sein, alles immer direkt zu finden. Gehen wir jetzt mal auf
einmal drauf, um euch generell zu zeigen, wie ich meine Notizen mache. Wir nehmen jetzt mal hier mein erstes Blatt über das Pantoffeltierchen. Und zwar sieht man, dass ich meine Überschrift immer in rosa schreibe und so weiß unterstreiche. Das mache ich wirklich bei allen Fächern. Meine beste Freundin macht es zum Beispiel so, dass sie für jedes Fach eine andere Farbe hat. Zum Beispiel hat sie jetzt für Bio blau, für Deutsch rot oder so, wie auch immer. Ich mache es nicht so. Ich habe sozusagen immer rosa, weiß und das sind so meine Farben. Einfach nur, weil ich denke, dass es schnell gehen soll und ich jetzt nicht die ganze Zeit mit den Farben rumspielen möchte. Und deswegen habe ich es einfach so gehalten. Ja, relativ easy und simpel. Dann mache ich so, dass ich mein Datum oben hinschreibe und anfange, die ganzen Sachen aufzuschreiben. Ich habe da eigentlich nicht so eine sehr komplexe, ausführliche Methode, wie ich Notizen mache, sondern mache es einfach so, wie es gerade im Unterricht passt. Und jetzt kommt dieser. Und zwar, wenn ich ein Wort zum Beispiel in Biologie nicht verstehe, dann habe ich auch für das Fach ein sozusagen Register mit den Notizen, mit den Wörtern, die ich nicht verstehe. Beispielsweise habe ich hier bei den Zellen ein Blatt mit Fachwörtern und dort habe ich dann die jeweiligen Fachwörter, beispielsweise, was ist denn eine Proteinbiosynthese? Und dann kann ich das ganz kurz hier nachgucken. Man kann auch, wenn man hier oben bei GoodNotes zwischen den verschiedenen Seiten hin und her springen kann, immer sozusagen wieder von A, Pantoffeltierchen, ich bearbeite gerade was und denke mir dann, okay, was ist denn eigentlich Phagocytose? Und dann gehe ich hier wieder Fachwörter zurück und kann es dann schnell nachlesen. Was ich auch sehr, sehr gerne mag bei GoodNotes ist, dass man sofort sich Bilder einfügen kann. Das mache ich eigentlich ziemlich oft, beispielsweise wenn wir im Buch arbeiten, finde ich es total sinnvoll, die Buchseiten dort einzuscannen. Der Grund, warum ich das sehr gerne mache, ist, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und dort etwas lernen möchte und sozusagen meine Notizen dann gucke, habe ich, wenn ich das hier öffne, nicht nur meine Notizen da rechts, sondern auch links gleich die Aufgaben und der Text, der dazugehört. Also wenn ich was lernen möchte, habe ich gleich alle Materialien da und zusammen und ich kann das ja mir sehr verständlich erklären. Außerdem kann ich auch in den Buchseiten sozusagen dort rumkritzeln und mir noch bei den verschiedenen Zeichnungen, Grafiken und so Dinge markieren oder ranschreiben, was ich einfach sehr gut finde. Wenn ich Arbeitsblätter bekomme von meinen LehrerInnen, dann scanne ich die eigentlich auch immer ein und mache die dann da unten hin und bearbeite das dann direkt auf meinem iPad auch. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich immer noch einen Ordner habe mit Referenzen, aber das solltet ihr schon wissen, falls ihr mein Video gesehen habt mit meiner Schulorganisation, denn dort habe ich ja alle wichtigen Dinge von dem letzten Jahr eingescannt und habe sie in so einen Referenzenordner reingemacht. Das heißt sozusagen, falls ich mich irgendwie daran erinnere, okay, ich brauche jetzt gerade die Zellteilung, aber die Zellteilung hatten wir schon mal letztes Jahr, kann ich hier auf Referenzen draufgehen und sehen dann sozusagen mein Blatt schon vom letzten Jahr, wo ich dann nochmal raufgehen kann und mir das Ganze angucken kann, wenn ich das brauche. Das gleiche habe ich auch gemacht mit ganz generellen Sachen, wie zum Beispiel Quellenangaben, den Operatoren, den Arbeitsbereichen und sowas. Und außerdem habe ich auch einen eigenen Ordner für Lernzettel ganz oben, wo ich alle wichtigen Lernzettel reinmache. Auch wenn ich sagen muss, dass bisher noch gar nichts drin ist, weil ich eigentlich keine Lernzettel mache, sondern sozusagen für Tests und Arbeiten anders lerne, was tatsächlich auch nächste Woche online kommen wird. Und dann werde ich euch nächste Woche bei einem Test von mir mitnehmen, beziehungsweise nicht beim Test, aber bei dem Lernprozess für den Test. Und habe ich da meine Step-by-Step-Methode genau erklärt. Bei Biologie hätte ich hier gerade nur so ganz kleine Referenzenordner, aber zum Beispiel hier bei Economics, wo ich schon ein bisschen mehr drin habe, sieht das Ganze dann wirklich so aus und es ist total hilfreich. Ich kann es euch wirklich nur sagen, weil es schon so oft vorkam, dass irgendwie die LehrerInnen gefragt haben, ja, okay, ich frage daran, letztes Jahr haben wir das und das gemacht, wer weiß denn noch was davon. Dann könnte ich halt immer so ein bisschen nachgucken, was total hilfreich ist, wenn man gerade mal feststeckt, aber weiß, dass man eigentlich das schon mal durchgearbeitet hat und dann das nochmal kurz einfach so als Hilfe benutzen kann. Ja, also das war jetzt mein GoodNotes Note-Taking-System. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen gefallen und auch ein bisschen geholfen. Wie gesagt, werde ich nächste Woche ein Video mit euch teilen, wie ich mich für Tests oder für Klassenarbeiten oder für Klausuren und so weiter vorbereite. Und das werdet ihr dann nächsten Donnerstag sehen. Vergesst, wie gesagt, nicht meinen Kanal zu abonnieren, falls euch diese Themen interessieren und ihr mehr von mir sehen wollt. Und vergesst auch nicht, einen Kommentar zu schreiben mit euren Gedanken zu dem heutigen Thema. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann, tschüss!